Ich rufe auf die Beratung zu Top 10. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 8447, Überwachungsmonster Pkw-Maut stoppen und nicht auf Kosten der Freiheit durchsetzen. Ich öffne die Aussprache und erteile jetzt erst dem Redner für die antragstellende Piratenfraktion, Herrn Kollegen Herrmann, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ein weiteres Dobrindt-Thema ist richtig. Mit unserem Antrag zur Pkw-Maut möchten wir nämlich die Landesregierung auffordern, sich für einen Einspruch des Bundesrates gegen das Mautgesetz einzusetzen. Erfreulicherweise gibt es aber aktuell schon eine Beschlussvorlage im Bundesrat, die besagt, in der kommenden Sitzung am Freitag nächster Woche den Vermittlungsausschuss anzurufen, wenn auch aus anderen Gründen als den hier von uns thematisierten. Im Ergebnis soll uns das jedoch recht sein. Unser Antrag wird deswegen allerdings nicht überflüssig. Die Maut ist nicht die Lösung für ein Problem, sondern eine Wahlkampfidee von einem bayerischen Stammtisch. Wir als Landesparlament, verehrte Damen und Herren, können leider die Maut nicht verhindern. Wir sollten und müssen aber unser Möglichstes tun, um die Art der Umsetzung zu ändern. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Erstens, das vorgeschlagene System ist sehr teuer. Die prognostizierten Einnahmen von ausländischen Pkw decken gerade einmal die erwarteten Betriebskosten der Pkw-Maut. Der Betrieb der Lkw-Maut hat bereits mehr als 7 Milliarden € gekostet. Diese Mittel fehlen für die Instandhaltung der Straßeninfrastruktur. Damit ist das System mehr ein Subventionsprogramm für die Betreiber Telekom und Daimler-Benz. Zweitens, nicht nur, dass es ineffizient und teuer ist. Das vorgeschlagene System ist auch höchst fehleranfällig. Das System soll alle Fahrzeuge auf Autobahnen und besonderen Bundesstraßen fotografieren, die erkannten Nummernschilder dann mit einem Register der Mautzahler abgleichen und die so erfassten Daten abspeichern für eine mögliche Rückerstattung der Gebühren. Aber laut Bundesregierung als Antwort auf eine Kleine Anfrage wird aktuell 1 von 14 Fahrzeugen falsch erkannt. Das muss man sich mal vorstellen. Wer kommt denn auf die Idee, ein System mit einer solch hohen Fehlerrate für die Bemautung von 44 Millionen Pkw in Deutschland einzuführen? Dass dies eine Prozesslawine bei den Verwaltungsgerichten über die Rückerstattung auslösen wird, das sollte offensichtlich sein. Aber leider spielte die Systemfrage bei den Diskussionen in Berlin kaum eine Rolle. Im Gegenteil, 2 Tage vor der Schlussabstimmung im Bundestag wurde im Verkehrsausschuss noch die Möglichkeit der Übertragung des kompletten Mautbetriebs an einen privaten Betreiber ins Gesetz geschrieben. Ein Lex Toll Collect. Weitere 1 Milliarde € werden dann nicht für die Straßeninfrastruktur zur Verfügung stehen. Drittens, und das ist uns der wichtigste Punkt, es wurde in keinster Weise das Prinzip Privacy by Design, Datenschutz von Anfang an, in der Wahl des Systems oder in dessen Definition berücksichtigt. Durch das Erfassen und Speichern von Autofahrten, wer wann wohin fährt, wird tief in die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen. So lassen sich Bewegungsprofile erstellen und viele Rückschlüsse auf andere private Lebensumstände schließen. Aber ich möchte hier nicht über die Überwachung reden, sondern über die Nachlässigkeit und Ignoranz gegenüber den Autofahrerinnen und Autofahrern und ihrem Recht auf Privatheit. Features des Lkw-Mautsystems wie Nachrichtenübermittlung seitens der Spedition an den Fahrer, Echtzeitpositionierung und Flottensteuerung von der Firmenzentrale aus, ständige Geschwindigkeitskontrolle, letztlich eine eingebaute Section Control, all das ist für die Pkw-Maut weder sinnvoll noch erstrebenswert. Zumindest wenn man private Autofahrten ohne Überwachung machen möchte. Es gibt zahlreiche innovative und neue Technologien, die sehr datenschutzfreundlich sind. Sogenannte PETs, Privacy Enhancing Technologies, zeigen die Möglichkeiten auf. Um gegenüber einer Messstelle nachzuweisen, dass man die Mautgebühr bezahlt hat, sind keinerlei personenbezogene Daten notwendig. Die Informatiker unter Ihnen kennen Zero Knowledge Proofs, einen sicheren Nachweis ohne die Preisgabe von privaten Informationen. All dies ist zu technisch für diesen Antrag heute, soll aber demonstrieren, dass eben keinerlei Initiativen zum Privatheitsschutz im Zuge der Mautdebatte erfolgt sind, diese aber dringend notwendig sind. Hier liegt die Chance für Nordrhein-Westfalen, einen konstruktiven Änderungsvorschlag im Bundesrat zu machen.
Für Sicherheit und Privatheit in der vernetzten Welt braucht es Forschung, Entwicklung und Innovation. Und die 1000 Sicherheitsforscher, die Frau Ministerpräsidentin Kraft sich in ihrer Regierungserklärung gewünscht hat, brauchen interessante Aufgaben. Eine innovative und grundrechtsfreundliche Forderung für den Privatheitsschutz im Mautsystem würde dem Land Nordrhein-Westfalen als Innovationsmotor im Rahmen von NRW 4.0 deutlich besser zu Gesicht stehen, als das Mautgesetz in der jetzigen Form mitzutragen. Ich bitte daher um die Zustimmung zu unserem Antrag, um der Landesregierung genau diese Aufgabe für den Bundesrat mit auf den Weg zu geben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Kramer das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, unter der Überschrift Überwachungsmonster Pkw-Maut stoppen und nicht auf Kosten der Freiheit durchsetzen, legt die Fraktion der Piraten heute einen Antrag vor, der anschließt an die zahlreichen parlamentarischen Initiativen hier im Hause gegen die Pkw-Maut. Heute fokussiert sich die Piratenfraktion ein weiteres Mal mit einer markigen Überschrift auf den Bereich des Datenschutzes, nachdem sie noch am 6. November letzten Jahres den Antrag erst Bürokratie, jetzt Datenmonster, NRW muss Pkw-Maut stoppen, keine Totalüberwachung in NRW gestellt hatte. Wie sehr sich die Überschriften gleichen. Wer sich die zahlreichen Beratungen des Mautthemas allein hier im Plenum, zuletzt in der Sitzung am 18. März diesen Jahres in Erinnerung ruft, kommt sehr schnell zum Schluss, dass es des heutigen Antrags der Piratenfraktion nicht mehr bedurft hätte. Das gilt ausdrücklich auch für die Beratung der datenschutzrechtlichen Aspekte. So sind die datenschutzrechtlichen Probleme der Maut auf der Agenda sowohl der Beratung von Bundestag, Bundesrat als auch im Landtag Nordrhein-Westfalen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, schon bei den koalitionsinternen Verhandlungen von CDU, CSU und SPD in Berlin unmittelbar vor Verabschiedung der Mautgesetze im letzten Monat konnte die SPD eine Verkürzung für die Löschfristen der für personenbezogene Daten beim Kraftfahrtbundesamt von bislang 3 auf 1 Jahr erreichen. In der Stellungnahme des Bundesrates vom 6. Februar 2015 sind die datenschutzrechtlichen Aspekte breit aufgegriffen. Und auch im Landtag sind sie seit Monaten in der Diskussion. Ich verweise hierzu unter anderem auf den Bericht des Justizministers in der Vorlage 16/25/18 für die Sitzung des Rechtsausschusses am 10. Dezember letzten Jahres, in der die Gefahr des Datenmissbrauchs ausdrücklich Inhalt ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, SPD-Landtagsfraktion und Landesregierung haben in der Mautdiskussion stets ihre Auffassung deutlich gemacht, dass schon der Titel Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen reiner Etikettenschwindel ist, da die Maut zu einer nachhaltigen Verbesserung der Infrastruktur in unserem Land nicht beitragen kann und nicht beitragen wird. Überhaupt haben in unseren zahlreichen Plenardebatten zur Pkw-Maut hier im Landtag die Redner von SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Piraten in der Vergangenheit immer wieder einen ganzen Strauß von Argumenten zusammengestellt, warum die in Berlin beschlossene Einführung einer Pkw-Maut aus Sicht des Landtags von Nordrhein-Westfalen abzulehnen ist. Die Pkw-Maut ist trotz dieser berechtigten Warnungen vom Bundestag verabschiedet worden, auch mit den Stimmen der SPD-Bundestagsfraktion, weil es der Koalitionsvertrag so wollte. Die Maut steht aus NRW-Sicht wie nur wenige andere Beispiele geradezu idealtypisch für eine reine Symbolpolitik für bayerische Stammtische. Jetzt geht es darum, die Knackpunkte des Gesetzes zu heilen. Unser Landesverkehrsminister Mike Groschert hat in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich öffentlich Stellung genommen, dass sich die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der Pkw-Maut so nicht abfinden wird. Seit dem 6. Februar liegt bereits die Stellungnahme des Bundesrates zum damaligen Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen vor.
In 22 Punkten werden exakt die Empfehlungen, Besorgnisse, Bedenken und Ablehnungen, Haltungen aufgegriffen, so wie sie in den Beratungen im Landtag Nordrhein-Westfalen und von der Landesregierung hier formuliert worden sind. Der von der Piratenfraktion heute einmal mehr in den Mittelpunkt gerückte datenschutzrechtliche Aspekt ist in der Stellungnahme des Bundesrates, wie schon ausgeführt, ebenfalls Inhalt. Bei seinen Beratungen in der kommenden Woche will der Bundesrat übrigens unter anderem auf Initiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung den Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag anrufen, so wie es der jetzt vorliegende Antrag der Piratenfraktion ebenfalls fordert. Damit sind die wesentlichen Ziele des Antrags berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund hätte es dieses Antrags der Piratenfraktion tatsächlich nicht bedurft. Die SPD-Fraktion wird ihn deshalb konsequenterweise ablehnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die CDU-Fraktion spricht als nächster Redner Herr Kollege Fusse. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Peter Bull war der erste Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Er hat im vergangenen Jahr folgenden Satz zur Pkw-Maut gesagt. Ich zitiere, Herr Präsident, ob der Plan des Bundesverkehrsministers Alexander Dobrindt klug ist, von Ausländern eine Autobahnmaut zu erheben, kann man mit guten Gründen bezweifeln. Dass aber der Datenschutz diesem Plan entgegenstehe, das stimmt nicht. Zitat Ende. Lieber Herr Minister Groschek, wie Sie sehen, scheue ich mich nicht, einen Sozialdemokraten zu zitieren, wenn er recht hat. Er hat recht, was den Datenschutz angeht und was seine Kritik an der Pkw-Maut betrifft. Diese Kritik teilen wir ausdrücklich, denn wir sind keine Mautfans. Die Pkw-Maut macht niemanden in Nordrhein-Westfalen froh. Wenn es nach der nordrhein-westfälischen CDU ginge, dann wären die Pkw-Mautpläne da, wo sie hingehören, im Papierkorb. Aber leider stehen sie im Koalitionsvertrag, und den stellen wir als einzige Fraktion in diesem Landtag nicht in Frage. Das haben wir in diesem Hohen Hause schon mehrfach kundgetan. Ich denke, es macht keinen Sinn, diese Debatte heute noch einmal zu führen. Wenn man eine Maut macht, dann geht das nur mit elektronischer Erfassung. Alles andere wäre nicht zeitgemäß, kompliziert und noch teurer. Die Ängste vor einem Datenmissbrauch aber sind übertrieben. Aber eben diese Ängste werden durch den Piratenantrag mit Schlagworten mutwillig geschürt. Überwachungsmonster, vollständige Überwachung, Zweckentfremdung der Daten, unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff, Erstellung von Bewegungsprofilen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, stellt sogar die grünen Angstmacher im Bundestag, die Damen und Herren Özdemir und Co., noch in den Schatten. Google speichert wahrscheinlich mehr Daten als jedes Mautkontrollgerät. Folglich müssten Piraten, die schon einmal gegoogelt haben, ständig Albträume von grausamen, riesigen Datenmonstern haben. Wenn Autofahrer auf der Autobahn unterwegs sind und ihre Handys eingeschaltet haben, werden fortlaufend Daten auf einen Server in den USA oder sonst wo auf dieser Welt gespeichert. Dieser Datenkralle trauen Sie also, meine Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, offensichtlich mehr als dem deutschen Staat. Das ist absurd, und daher lehnen wir den Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Kollege Lammler, ich konnte Ihnen, Herr Fussem, Sie sind allen Fußes auf dem Weg zu Ihrem Platz, aber Herr Kollege Lammler hatte sich noch rechtzeitig eingeloggt, um Ihnen eine Frage zu stellen. Ich vermute, die werden Sie zulassen. Gerne. Herr Fussem, vielen Dank, dass Sie jetzt noch zurückgekommen sind, um meine Frage zu beantworten. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich es mir sehr wohl aussuchen kann, ob ich einen Dienst wie Google nutze, gleichwohl ich es mir nicht aussuchen kann und es auch nicht abschalten kann von der Mauterfassung, betroffen zu sein. Danke, Herr Kollege. Ich wollte Sie gerade sagen, wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen verschiedene Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Wie ich Sie kenne, Herr Kollege Lammler, werden Sie auch alle anderen außer der Autobahn nutzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Glocke.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das wird vermutlich meine bislang kürzeste Rede hier im Hohen Haus, weil ich einfach finde, wir sollten uns die Zeit sparen. Ich habe gestern Morgen noch in der aktuellen Ausgabe der Landtag intern gelesen, habe ich jetzt an meinem Platz liegen lassen, alle im Landtag vertretenen Parteien gegen die Pkw-Maut, lautet die Überschrift. Dann wird ausführlich über die Debatte, die wir im März geführt haben, hier zur Maut berichtet mit den verschiedenen Aspekten, die sie beinhaltet haben. Auch der Datenschutz spielte eine Rolle. Und ich war ausgesprochen verwundert. Ich meine, gut, wir haben in 2 Jahren Landtagswahl. Die Piraten müssen sich dringend profilieren bei ihren Umfragenwerten. Das kann ich schon nachvollziehen, als dieser Antrag dann reinkam. Aber wir haben das hier entsprechend alles mehrfach diskutiert, beschlossen. Auch die Anrufung des Bundesrates ist hier aus NRW im Landtag beschlossen worden. Sie ist mit den Verkehrsministern aus anderen SPD- und grünregierten Ländern verabredet und wird auch stattfinden. Die datenschutzrechtlichen Aspekte sind nicht nur im Verkehrsausschuss thematisiert worden, sondern auch von Seiten des NRW-Justizministers. Von daher kann man so einen Antrag stellen, ist für die eigenen Netzwerke gut, kann man überall twittern etc., aber ist absolute Zeitverschwendung, hier im Landtag dann nochmal ausführlich darüber zu diskutieren. Wir haben das entsprechend beschlossen, das wird jetzt im Verfahren seinen Gang gehen. Die Aspekte nochmal zu erwähnen, das kann man machen, aber wir werden diesen Antrag entsprechend ablehnen, alles schon beschlossen. Das Verkehrsministerium wird es hoffentlich voranbringen. Wir werden das im Ausschuss weiter diskutieren. Meine Fraktion wird den Antrag auf jeden Fall ablehnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Glocke. Nächster Redner für die FDP-Fraktion ist Herr Abgeordneter Lürbke. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Glocke hat mit allem recht. Wir reden nicht zum ersten Mal über die Maut, aber Fakt bleibt dennoch, die Maut, sie bringt kaum mehr ein, als sie an Verwaltungs- und Vollzugskosten generiert. Sie belastet das Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarn. Sie belastet die nordrhein-westfälische Wirtschaft, indem sie den kleinen Grenzverkehr zu unseren Nachbarländern abwürgt. Und sie ist schließlich europarechtswidrig, da sie mit einer gleich hohen Entlastung zugunsten von Inländern bei der Kfz-Steuer gekoppelt werden soll. Also soweit so schlecht. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, die Piratenfraktion bringt mit ihrem Antrag ja nun doch einen weiteren Sichtwinkel auf die Maut ein, den wir auch als Freie Demokraten ja schon frühzeitig aufgegriffen haben, nämlich den Datenschutz. Und in Zeiten, in denen überbordende digitale Überwachung durch Staaten und Private häufig die mediale Tagesordnung bestimmt, bildet das kommende Woche im Bundesrat zu beratende Mautgesetz dann wiederum einen weiteren Mosaikstein. Denn das Mautgesetz kann ja nur wirksam vollzogen werden, wenn im Straßenverkehr Kontrollen auf seine Einhaltung stattfinden. Und genau derartige Kontrollen, wenn auch stichprobenartig, sieht der Gesetzentwurf vor. Und er sieht außerdem vor, ein sogenanntes Infrastrukturabgaberegister einzurichten, das jedenfalls theoretisch die Möglichkeit bietet, Kennzeichen und Halterdaten zu verknüpfen. Zusammen mit den Standortdaten der Kontrollen können daraus durchaus Bewegungsprofile erstellt werden, auch wenn das Gesetz dies ja nicht ausdrücklich vorsieht. Und dass darin eine Verletzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung liegt, das versteht sich von selbst, auch wenn die Datennutzung zumindest formal nicht anlasslos geschieht. Anlass ist ja die Prüfung der Abgabenzahlung. Allerdings steht dieser Anlass vollkommen außer Verhältnis zu den Speicherfristen von 1 bis zu 6 Jahren. Denn offenbar genügt die 10 Wochen Frist der Bundesregierung nach den aktuellen Plänen ja nicht mehr. Das, meine Damen und Herren, ist dann schon auch ein wenig Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Warum wir, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, dem Antrag aber doch nicht vollumfänglich zustimmen, will ich Ihnen auch sagen. Erstens, die aufgezeigte Alternative einer Erhöhung der Mineralölsteuer ist bürger- und wirtschaftsfeindlich und sicher nicht dazu geeignet, zu mehr Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland beizutragen. Im Gegenteil. Immer neue Abgaben sind für uns Freie Demokraten keine Alternative. Steuern fließen zudem noch nicht einmal zweckgebunden, also zur Sanierung in die Infrastruktur, in den Haushalt. Richtiger wäre an der Stelle dann der Verzicht auf die Maut und andere Abgabenerhöhungen. Also wir werden uns bei Ihrem Antrag enthalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lürbke. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Groschek das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich will jetzt auch nicht mehr inhaltlich auf die Wertung und Qualifizierung der Maut einsteigen. Ich fürchte, die Murksmaut wird sich nicht verhindern lassen. Damit werden wir leben müssen. Wir können jetzt nur Auswüchse verhindern. Das wollen wir und werden wir im Rahmen der Vermittlungsausschussdiskussion sicherlich vollumfänglich tun. Furchterregen hilft aber nicht weiter. Furchterregen ist kein Politikersatz. Deshalb muss man konstatieren, es ist ein Widerspruch in sich. Einerseits die Speichernotwendigkeit zwecks Überwachung der Mauterhebung, andererseits das konsequente Ablehnen der Anlage von Bewegungsprofilen. Das wird sich einfach nicht auflösen lassen, sondern eine dauerhafte Kontrollfunktion erfordern. Wir werden als Land alles uns politisch Mögliche Unternehmen, damit die Anlage von Bewegungsprofilen trotz Murksmaut verhindert bleibt, unter einer Konstellation, die politisch reifer und weiser ist als die Konstellation der jetzigen Bundesregierung, wird das hoffentlich in baldiger Zukunft auch gelingen. Vielen Dank, Herr Minister. Seien Sie so nett, noch einen Moment vorne zu bleiben, weil die Piratenfraktion in Person von Herrn Herrmann bis zu 90 Sekunden Zeit verwenden möchte für eine Kurzintervention. Wenn Sie sich jetzt eindrücken, kann ich Ihnen auch das Wort erteilen. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte an der Stelle doch kurz anmerken, dass ich ein bisschen entsetzt bin, wie wenig die Fraktionen hier im Landtag, wie Sie gerade in Ihren ganzen Redebeiträgen deutlich gemacht haben, vom Thema Privatheitsschutz verstehen. Es geht ja hier nicht um Datenschutz, irgendwelche gesammelten Daten sicher unterzubringen, sondern Privatheitsschutz heißt halt eben die Identifizierbarkeit einzugrenzen. Und das habe ich versucht in meinem Redebeitrag deutlich zu machen und auch in unserem Antrag deutlich zu machen, dass das eine der wichtigsten Aufgaben ist, die im Pkw-Mautgesetz noch gelöst werden müssen. Herr Groschek, Sie haben gerade auch gesagt, das Anlegen von Bewegungsprofilen lässt sich nicht verhindern. Natürlich lässt sich das verhindern. Es bedarf Forschung, es bedarf Entwicklung, es bedarf vor allen Dingen der Aufgabenstellung der Politik an die Techniker, das zu gewährleisten. Dann werden Sie sich wundern, was da alles für Ideen kommen. Und deswegen bitte ich noch mal darum, das mit als Auftrag zu nehmen und im Vermittlungsverfahren, wenn die Systemfrage auch diskutiert wird, den Privatheitsschutz ganz nach vorne zu stellen. Dankeschön. Da können Sie sicher sein, dass die Landesregierung wie in der Vergangenheit alles in ihrer Macht Stehende tun wird. Sie haben mich missverstanden. Ich habe gesagt, der Widerspruch besteht darin, dass wir eine Zwangsläufigkeit der vorübergehenden Speicherung haben, weil ansonsten nicht kontrolliert werden kann, wer gezahlt hat und wer nicht gezahlt hat, und dass wir gleichzeitig verhindern müssen, dass Bewegungsprofile angelegt werden. Wir wollen keine Anlage von Bewegungsprofilen, und wir werden alles politisch Mögliche unternehmen, dass das auch technisch und juristisch sanktioniert bleibt. Soweit Kurzintervention und Entgegnung darauf. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, meine Damen und Herren. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die Antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Zu der kommen wir über den Inhalt des debattierten Antrags mit der Drucksachennummer 8447. Wer ist für diesen Antrag? Danke sehr. Wer ist dagegen? Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Danke sehr. Dann stelle ich fest, dass der Antrag der Piratenfraktion mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Piratenfraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion abgelehnt ist. Herzlichen Dank.